Herr Deser, wie kommt man eigentlich auf die Idee, ein privates Kraftwerk zu bauen? Wir haben das Haus im Oktober 2012 gekauft und hier stand früher mal ein Hammerwerk. Also vor 30, 40 Jahren ist der Hammer außer Betrieb genommen worden. Das Kraftwerk war immer da, der Fluter war immer da. Durch das Hochwasser 2006 ist das Kraftwerk nicht mehr in Betrieb genommen worden, weil Wasser von außen reingelaufen ist. Und als wir das Haus gekauft haben, war der Fluter mit dabei und wir haben es wieder in Betrieb genommen. Was hat Ihnen das gekostet, summa summarum, an Investitionen? Wir brauchten einen neuen Generator. Dadurch, dass wir vom Inselbetrieb weg sind zum Einspeisen, also für Verbrauchen selbst und die überschüssige Energie speisen wir ein. Alles drum und dran 14.000, 15.000 Euro. Es ist eigentlich ein ökologisches Beispiel, was Sie hier geschaffen haben. Glauben Sie auch, wenn man eine gesamte Anlage selbst bauen würde, dass sich das irgendwann rechnet? Mit Sicherheit rechnet sich das gut. In meinem Alter mit 50, mit einer Lebenserwartung von 85 Lebensjahren, kriege ich das wahrscheinlich nicht mehr raus, wenn ich mir eine vollkommen neue Anlage hier hinbauen würde. Wenn ich das Wasserrecht dazu habe, das nimmt man sicherlich 100, 120.000 Euro in die Hand. Aber so die Anlage, die hier besteht oder die hier war, die wir wieder in Betrieb genommen haben, rentiert sich das allemal. Das ist mittlerweile eine Öko-Kraftanlage des Landes Niederösterreich. Ja, es ist eine genehmigte Anlage, von daher ist es ökologisch das Beste, was einem passieren kann. Herr Köbel, Sie haben dieses Kraftwerk hier technisch unterstützt. Was haben Sie da eigentlich eingebaut? Ja, also wir haben da noch einen Hochwasserschaden, hat der Vorbesitzer das Wasserkraftwerk stillgelegt und der Neubesitzer wollte das Ganze wieder revitalisieren und wir haben diesbezüglich unterstützt, die ganze Anlage, die Turbine zu warten und auch die komplette Elektrik neu zu machen, die eben aufgrund vom Hochwasser defekt war. Und wir haben die komplette Steuerung eingebaut. Also das, was man früher mit der Hand gesteuert hat, geht jetzt alles elektronisch? Ja, es ist alles voll elektronisch. Das heißt, das Ganze wird geregelt über die Automatik. Und wir fahren dann konstanten Pegel. Und somit ist es gewährleistet, dass auch bei Hochwasser es zu keiner Überflutung kommt. Der Kunde hat eine Turbine bekommen, eine Anlage, die quasi rund um die Uhr fährt und wartungsfrei ist. Und was ist diese Anlage hier zu leisten imstande? Wir leisten hier mit der Francis Schachturbine eine Spitzenleistung von 10 kW. Im Durchschnitt, je nach Wasserlage, kann man ungefähr über das Jahr rechnen, einen Durchschnittswert von 8 kW pro Stunde. Ja, Sie erzeugen hier eine ganze Menge Strom. Was machen Sie mit dem Strom? Ich lebe also vollkommen autark im Haus. Ich habe meine ganzen Energiekosten oder meine Energie rennt über die Anlage und mein Lichtstrom rennt über die Anlage. Das heißt also, die gesamte Heizung des Hauses, alles läuft über diese Anlage? Alles läuft über die Anlage. Im Winter, wenn ich jetzt Besuch habe, da sind jetzt zwei Pärchen noch dabei, da wird 5-6 Mal am Tag geduscht, dann habe ich Fremdstrom, brauche ich ein paar Kilowatt am Tag, weil der Puffer nicht mehr hergibt. Aber für uns, wenn wir zu dritt dort leben, geht alles über das Kraftwerk. Und wir speisen obendrein noch ein. Ja, da freut sich der Gartenzwerg und hebt sein Glas auf die Ökologie. Der überschüssige Strom wird ins Netz eingespeist und das überschüssige Wasser wird dem Bach zurückgegeben.